Hallo und herzlich willkommen zurück bei Legend of Mana. Boah. Ich würde sagen, sehen wir uns nochmal ein bisschen um. Mal sehen, ob es irgendwas Neues schon gibt. Katze, ich liebe die Dinger einfach. Der Pfirsichwölpe. Schön. Ja, glaube ich, letztes Mal auch alle. Die Orgagine. Was bist du? Citruspulpo? Ja, ich glaube, den hatten wir auch. Was ist das? Noch nicht reif, wie es scheint. Nein, wenn es noch nicht reif ist, dann nehmen wir es noch nicht mit. Muschelrübe, das ist auch cool. Ich verstehe, die haben noch keinen Schatten, von daher sind sie auch noch nicht reif. Geben wir ihm denn... Komm, geben wir noch flache Samen her. Kleine Samen. Sehr schön. Was haben wir noch? Ja gut, in der Werkstatt wird sich nicht viel getan haben. Die haben wir erst bekommen. Oh nein. Da ist sonst nichts dazu. Ich weiß auch nicht, wie viel da jetzt noch kommt. Ich dachte schon, es passiert irgendwas. Ich weiß auch nicht, wie viel da noch kommt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es gibt noch irgendeine Art Ausrüstungsschmiede, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir nur noch die Monsterfarm. Aber... Da müssen wir noch ein paar Tage warten. Bertie ist ohne besondere Persönlichkeit. Aha. So, was gehen wir als nächstes an, ist die Frage. Was haben wir denn? Wir haben den Mondspiegel, den rostigen Anker, den Flaschengeist und den... Wir nehmen jetzt einfach mal den Löffel, den haben wir schon am längsten. Mich interessiert echt, was aus einem Löffel kommt. Wo setzen wir dich denn hin? Feuer und Dunkelheit. Setzen wir ihn einfach hier hin. Oder dahin? Setzen wir ihn dahin. Was wird aus einem Löffel? Unterwelt. Ich wollte gerade sagen, sieht unheimlich aus. Na dann, auf in die Unterwelt. Die Unterwelt. Reg. Ich finde schräg, dass man die einfach so platzieren kann. Makaberer Grabstein. Krieger, ich werde deine Stärke auf die Probe stellen. Der gefallene Imperator. Bist du erwacht? Ben Lark. Draconis Dracona. Wie bitte? Ein Dragoner, ein Ritter, der einem Drachen dient. Wenn du mehr wissen willst, begleite mich in die Tiefen dieses Ortes.
Okay. Wir dringen in das Innerste der Erde vor. Wähle dein eigenes Tempo. Ich halte Schritt. Hm, wir nehmen Laker so mit. Oh, so traurige Smileys überall. Aber ist schön. Also für die Unterwelt. Kann ich hier nicht auch hin? Nein. Das ist echt, echt gut. Gefällt mir. Ah, Geister. Hey, du bist neu hier, oder? Vorsicht vor dem da. Wir sind Schatoren. Schatoren, okay. Ja, sie tun mir nichts, also. Yay. Oh, das sieht so genial aus. Nichts. Lassen gar keine Erfahrung fallen, die Bastarde. Da rein gibt's und hier rein gibt's. Hm. Gehen wir zuerst da. Ist immer ein bisschen schwierig vorherzusagen. Ich habe keine Ahnung. Wir sprechen besser mit Olbon. Wer ist Olbon? Du kannst ruhig weitergehen, aber es wird sich dir keine Tür öffnen. Erst musst du dich bei Olbon melden, sonst kommst du ja nicht weiter. Olbons Gemächer sind hier in der Nähe. Er ist ein Weiser und der Hüter der verschiedenen Seelen. Ja, einer der Weisen. Er sorgt dafür, dass die Toten nicht außer Kontrolle geraten. Okay. Hm. Verstehe. Muss ich da dem lila Licht folgen? Taufkammer? Hey, du bist neu hier, oder? Ja. Nö, schon. Okay. Kannst du meine Begleitung bitte mit etwas Feuer übergießen? Kommt nicht in die Tüte! Niemand bekommt ohne Olbons Erlaubnis eine Feuertaufe. Will ich eine Feuertaufe überhaupt? Das klingt unangenehm. Ja, sprechen besser mit Olbon, wenn ich nur wüsste, wo er ist. Ich gehe hier nur im Kreis, oder? Ja, okay. Oh. Das ist Olbon. Ich bin Olbon, Wächter der Unterwelt. Lark, Draconis Dragona. Warum belästigst du mich ständig mit ungeladenen Gästen? Sie werden doch alle zu Schatoren. Als Dragona folge ich nur dem Willen meines Meisters. Hm. Diesmal hast du einen recht lebendigen Gast mitgebracht. Werden Draconis bösartige Pläne jetzt Früchte tragen? Ich würde zu gerne helfen.
wenn die richtige Stelle frei wäre. Wenn du das ernst meinst, dann stimme einer Feuertaufe zu. Doch wenn du meinen Meister nur beleidigen wolltest... Erlaubnis erteilt. Ihm darf eine Feuertaufe zuteil werden. Ein Chateau soll euch führen. Die Unterwelt ist riesig, aber ich kann dir den Weg weisen. Wo soll's hingehen? Wenn du die Taufe empfangen hast, öffnen sich verschlossene Türen. Bitte die Chatoren in der Kammer, das Ritual durchzuführen. Okay. Hier sind Chatoren und was liegt an? Wir haben die Erlaubnis, führe die Feuertaufe durch. Alles klärchen, Kumpel. Sieht unangenehm aus. Jetzt könnt ihr die tiefsten Ebenen besuchen. Gehen wir. Mein Meister wartet. Okay. Also nur damit ich das richtig verstehe, sein Meister sitzt in den tiefsten Höllen? Unterwelt, was auch immer? So viele Türen. Ich erhalte in der Unterwelt eine Engelsfeder, gefällt mir. Hey! Ich mag hier unten festsitzen, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Guter Mann. Die Chumi werden überleben. Wir sind keine Luxusgüter, die man stiehlt oder verkauft. Wir können ohne Florina oder Perle weiterleben. Ich gebe erst auf, wenn der letzte Chumi-Kern bricht. Ein gefährliches Auge. Bin sicher, dass Diana das auch sagen würde. Genau, niemals die Hoffnung aufgeben. Ja, hier haben wir die Kiste schon geplündert. Was ist denn hier? Bin ich wieder hier? Also ich muss sagen, ich bin ja in Orientierung eigentlich ganz gut, aber die Unterwelt hat's in sich. Hättet ihr mich in Ruhe lassen? Clark hat auch eine Axt, oder? Ein Verhängnishammer. Nein, das war das Falsche. Hier muss ich rein. Ausrüsten. Ja, der hat... Der hat 9... Das Ding hat 26. Irgendwie bekomme ich keine gute Ausrüstung. Schräg. Das ist die wirklich die volle OP-Axt irgendwie. Jakobini-Steine, wahrscheinlich wieder irgendwas Crafting-Ding. Jetzt werden wir sehen, ob du würdig bist, meinem Meister zu dienen. Das will ich ja gar nicht. Bist du bereit? Ja. Na dann los. Aber ich will mir gar nicht dienen. Wow.
der Mund redet. Zu viele Lebenspunkte, das Ding. Jetzt redet der. Jetzt reden unteren beiden. Uiuiui. Ach nee, jetzt ist er wieder weg. Remington. Haut viel zu schnell ab. Oh. Der ist ja fies. Ah, komm schon, wir haben ihn fast. Nein. Mist, Kerl, komm zurück. Oh oh. Verdammt! Oben, oben, unten, okay. Hm, geht eigentlich. Ja! Ja! Nimm das, Bastard! Unglaublich. Mein Meister wird hoch erfreut sein. Kanzel der ewigen Flammen. Der Meister kommt. Empfange ihn gebührend. Fürst Draconis. Ich hatte irgendwie mit einem Drachen gerechnet. Sehr gut, Lark. Du hast endlich jemanden gefunden, der Hitodama besiegen kann. Ja, Herr. Verzeih mir, großer Krieger. Ich mache mir nichts aus Nettigkeiten. Ich bin Draconis. Ich habe dich aus gutem Grund gerufen. Du sollst mir die Kräfte wiederbeschaffen, die mir von drei Drachen gestohlen wurden. Wieso? Vor langer Zeit, bevor ich hierher verbannt wurde, war ich der Kaiser der Drachen. Doch drei neidische Vertreter meiner Art stahlen mir meine Kräfte. Seither wandere ich in dieser geschwächten Gestalt durch die Unterwelt. Ich habe lange auf die Ankunft eines starken Kriegers gewartet, der mich rächen kann. Du sollst für den Meister die drei Drachen besiegen, die ihm Unrecht getan haben. Du hast keine Wahl, du musst kooperieren. Wenn du nämlich ein halber Geist bleibst, wirst du dich mit der Zeit auflösen. Könnte es nicht verantworten, einen so fähigen Krieger dahinschwinden zu lassen. Wenn du die drei Drachen besiegst, gebe ich dir deine frühere Gestalt zurück. Klingt nicht so, als hätte ich groß eine Wahl, oder? Ich stehe in deiner Schuld, mächtiger Krieger. Ich soll dir im Auftrag meines Meisters ein Geschenk als Zeichen unseres Paktes geben. Ja, die Schädellaterne. Ich hoffe, du bist bereit. Wir machen uns auf die Jagd nach den Drachen des Wissens. Sie halten sich für die Hüter der Weltordnung. Doch wir müssen uns ihrer Herrschaft nicht unterwerfen. Wenn dir meine Taten nicht zusagen, kannst du tun, was du willst. Doch vergiss, das ist eine sehr gute Gelegenheit, deine Kräfte auf die Probe zu stellen.
Ende. Interessant, interessant. Und wir haben was Neues. Yay! So. Zuallererst das Wichtigste. Du kannst deinem Schicksal nicht entrinnen. Hab ich nicht vor. Hinab in die Unterwelt. Als mein Mensch einen Grabstein berührt hat, wurde er von einem Dragoner mit Hundeschnauze in die Unterwelt gebracht. Wie soll ich mir das vorstellen? Klingt echt fies. Ja. So, dann holen wir uns noch das Ei. Das müsste jetzt eigentlich ausgebrütet sein, hoffe ich. Ja. No. Oh. Wie nennen wir das Ding? Sieht ein bisschen aus wie so ein Schwert oder Sägefisch. Tiefi. Sägefisch. Kann ich ja auch grasen lassen, oder? Es ist ein Sägehai, okay. Der hat so viel Angriffskraft wie Revington auf Stufe 12. Da ist er. Gefällt mir, gefällt mir. Okay, Leute. Das war's also für die Folge. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht zuzusehen und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.